So. Aber ich denke mal, dass wir hier jetzt wieder mehr machen können. Hey, hier sind doch die Halsabschneider. Kann das sein? Was macht ihr da? Wir machen Freundschaftsarmbänder. Du weißt schon, für unsere Freunde. Cool. Hey, steht da nicht mein Name drauf? Nur wenn du Franke oder Kitty heißt. Okay. Raz gehört nicht dazu. Oh, ist das diese Lilly, wenn ich mich recht an den Namen erinnere? Trippelt so ein bisschen mit den Füßen, als wenn sie auf jemanden wartet. Oder auf etwas. Hey Lilly, weißt du, wo Sascha Neins Geheimlabor ist? Geheim? Das steht doch auf deiner Karte. Blödi. Oh, ja klar. Ich war nur neugierig, ob du weißt, wo Sascha Neins Labor ist. Klar weiß ich es. Aha. Verkackt. Egal. So, ich glaube, dann können wir jetzt mal kurz bei Fort Krullers Labor nochmal vorbeischauen und dort unsere Psy-Card mit den Kernen verbinden. Da ging's rein. Dann müssen wir doch einmal runter. Wohin? Ja, bla. Zu meinem Geheimversteck. Bla 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 bla. Zum Glück kann man die Gespräche auch überspringen. Aber es wird trotzdem viel zu viel geredet. So. Den Spinnweb-Entferner haben wir noch nicht. Aber wir können das benutzen mit unseren Psy-Kräften, damit wir noch viel stärker werden. Stufenaufstieg. Yeah. Ah, der macht direkt die Anzahl, die wir an Karten und Kernen haben. Das heißt, ich muss jetzt nicht für jede Stufe das einzeln machen. Das ist auch gut. Das heißt, einmal hin, alles drin. Aha. Ja, das war jetzt auch keine Schleichwerbung. Nein, eigentlich nicht. Aber der Satz hat halt gut gepasst. So, erstmal wieder zur Haupt. Erstmal zur Haut, ja. Und dann würde ich mal sagen, können wir jetzt auch mal weitergehen zu Sascha Neins Labor. Da müssen wir den Weg zu unserer Rechten folgen. Also den hier. Dann folgen wir einfach mal den Weg und schauen, wo wir hinkommen. Folgen wir dem Weg und schlagen Eichhörnchen dabei hinein. Wir sind ja lieb und nett. Sowas machen wir ja nicht. GPK, also die geodätische Psy irgendetwas. Ich habe mir das nicht genau gemerkt. Aber dort müssen wir sehr wahrscheinlich hin. So. Hey, du bist der Neue, wenn ich mich nicht irre. Nun, ich bin jetzt bereits in der fortgeschrittenen Ausbildung, wie ihr wissen müsstet. Vielleicht solltet ihr mal langsam damit aufhören, mich der Neue zu nennen. Moment mal. Du machst doch nicht etwa die fortgeschrittene Ausbildung bei Sascha Nein in seinem geheimen unterirdischen Labor? Dem Labor unten hinter den eisernen Mauern der GPK, wo niemand deine Schreie hört? Da. Genau da. Heilix Blechler! Schön, dich gekannt zu haben. Ja, da haben wir einige wohl schon etwas erfahren oder ein paar Gerüchte gehört. Und irgendwo muss ich sagen, das stört mich bei dem Spiel. So ein bisschen oder allgemein bei solchen Spielen, wenn man irgendwo lang geht und dann kommt plötzlich so eine Cutscene. Naja, ist immer so Ansichtssache, ne? Und hier haben wir auch einen Amerikaner und mal gucken, was er noch weiter raidet. Und hier war gerade auch so ein kleiner Grasshopper. Na, der springt jetzt gerade im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Hey, ihr klingt großartig. Dankeschön, Partner. Partner. Da, eine Grille. Eine Heuschrecke. Oder eine Grille. Und eine Cutscene, oh mein Gott. Schnüffelt. Es passiert was. Es kommt näher. Und es ist... Ah! Hey, warst du das, der mich so angestarrt hat? Jetzt bilde dir bloß nichts ein. Außer dir laufen hier noch eine ganze Menge anderer Leute herum. Nein, gerade eben. Im Wald. Nein, es muss was anderes gewesen sein. Du riechst nicht nach Teichschlamm. Nett.
Du solltest Grußkarten verfassen. Ich habe eine Art Schatten da draußen gesehen. Lauernd, glotzend. Ich kenne nur ein Wesen, auf das diese Beschreibung passt. Es versteckt sich an dunklen Orten und beobachtet kleine, ahnungslose, unschuldige Kinder von Weitem. Echt? Welches? Du Baumhocker! Ja, wer hat wohl keine so guten Karten? So, eine weitere Pfeilspitze. Eine weitere Pfeilspitze. Ach, aber bei dem Wasser hat er keine Probleme, der Rest, ne? Also liegt es wahrscheinlich doch eher an diesem komischen Vieh. Und ich schaue mich hier mal doch eben um. Das heißt, ich muss da über die Brücke gehen, um zu dem Labor zu kommen. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt erstmal zu dem Labor hin und werde speichern und dann diese Aufnahmesession erstmal beenden. Ich habe Nils gesehen, wie er durch ein Loch in die Mädchenhütte geguckt hat. Ich verstecke mich. Und ich dachte, oh Nils, wann wirst du in das Loch in meinem Herzen gucken? Denn dort drin würdest du dich selbst sehen. Ah, was? Ich meine, er würde meinen neuen Freund James sehen und der wäre echt sauer. Wer ist Nils? Genau. Und außerdem gibt es nicht mal ein Loch, denn James füllt mein Herz so sehr, dass ich denke, es könnte explodieren. Ich habe mal jemanden den Kopf explodieren lassen. Okay, vielleicht gibt es noch ein kleines Loch. Eigentlich ist es ja viermal passiert. Aber James und ich sind nun zusammen und Nils muss damit fertig werden. Jetzt trage ich diese spezielle Mütze, damit es keine Unfälle mehr gibt. Hörst du mir überhaupt zu, Dogen? Ich hoffe doch. Ja, das ist ein sehr schönes Gespräch zwischen den beiden. Hä? Hä, genau, ja. Und während die beiden ihr ganzes Pläuschen noch halten und dieses Mädchen vor sich her murmeln, verabschiede ich mich hier erstmal und sage dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Psychonauts. Und ich werde versuchen, in der nächsten Zeit ein bisschen mehr zu reden, weil, wie ihr seht, hier wird ja andauernd von irgendwelchen Leuten auch geredet. Und ja, ich muss mich da mal gucken, dass ich mich da durchsetze. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Psychonauts. So, und jetzt halten sie zumindest auch mal die Klappe. Diese Ruhe ist eigentlich auch was ganz Schönes. Gespeicherter Spielstand wird überschrieben. So. Und jetzt... Tschüss, bis zum nächsten Mal.